Ach, stimmt, hier sind wir stehen geblieben. Wir haben ein Cletus-Anzug, wir haben Cletus-Klamotten. Auf und davon zur Kreuzertrasse. Hauen wir ab. Oder auch nicht. Zu den Zimmern. So, können wir den vielleicht an? Können wir den anziehen? Ah, okay, vielleicht können wir jetzt zur Rezeption. Mit Oppenbot reden. Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Na, wie geht's? Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub, Sie... Das nennt man ein Konzept, was auch der Grund... Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Tja. Lingeling. Hallo, Rezeptionist. Oh, der Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Tja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir machen. Können wir vielleicht irgendwie die Uhr umdrehen? Letztendlich müssen wir irgendwie die Uhr umdrehen. Damit es Mittagszeit ist. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Das kommt mir seltsam bekannt vor. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Sehr gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wendt. Okay. Hallo? Was? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Unter dem Tuch nachschauen. Den Drittelschrauber mitnehmen. Juhu. Wir haben einen Drittelschrauber. Okay. Gegensprechanlage. Hallo? Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Das ist die 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Wann ist mein Lapskaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Ah, okay. Verwählt. Kein Problem. Wir haben ja doch jetzt das Dingens hier. Das haben wir uns doch gerade geholt, den Drittelschrauber. Wir können mit dem Drittelschrauber jetzt zur Rezeption. Und hier mal die Schraube drehen. Die Mutter. Sehr toll. Aber noch nicht perfekt. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Ui.
Oha, da brachte mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Cletus, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Oh wei. Welches Essen? Das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Ja, wollte gerade sagen. Nein. Wir müssen uns mal beeilen, dass wir da wegkommen. Raus. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Wir kommen jetzt an Ompenbot vorbei. So. Warte. Wir holen uns meine Schlüssel ab. Er hat doch gerade den Schlüssel abgegeben, oder? Ei, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Herzlichen Dank. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Okay, schnell raus hier. Schnell auf unser Zimmer. Also auf sein Zimmer. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Ja, wir haben ja einen Schlüssel. Warte, ich probiere mal kurz was. Der passt hier nicht. Hoffentlich hat Cletus seinen Schlüssel an der Rezeption abgegeben. Ein kleiner Hinweis. Zahncreme. Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten... Okay, ich glaube, das haben wir schon mal ausprobiert in einem früheren Part. Das haben wir schon mal gemacht. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Mir fallen Taube der Kopf. Okay. Oh, wir haben Rufus-Klamotten. Sehr schön. Zimmertür. Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och, nö. Wie zum... Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Gesicht kratz. Was, jetzt habe ich den falschen Schlüssel oder was? Aber wofür, für welchen... Wie zum... Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Aber für welches Zimmer ist das dann der Schlüssel? Hierfür? Die Ankunft des Zerstörers ist klar. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist klar. So nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Du hast mir den falschen Schlüssel hingegeben, her damit mit dem richtigen. Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Weit davon entfernt. Aber vorerst komme ich zurecht. Alles andere hätte mich auch gewundert. Was ist mit dem falschen Schlüssel hier? Ich brauche die 1. Schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ja, okay. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ich wissen müssen. Weit davon entfernt. Aber vorerst komme ich zurecht. Alles andere hätte mich auch gewundert. Ich will die 1 haben, nicht die 9. Was soll ich mit der 9? Und schon wieder lässt an. Sie blick. Ach so. Ja. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Oh nein. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Sehr schön. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwirken können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Schön. Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Aha. Wir haben den falschen abgegeben. Und wie tun wir das? Okay, das ist die Testtasche. Ich bringe die Sehr gut.
Und wie machen wir das jetzt? Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Drittelschrauber. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Der hat Spaß. Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Jetzt riecht er den falschen. Oder? Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Und hat jetzt den richtigen gekriegt. Das wäre schlecht. So, ich bin wieder da. Nanu, da sind Sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Oh, das kann eigentlich nicht sein. Darf ich mal sehen? Natürlich. Die 5. Ah. Da brach mir doch einer einen Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Stienz, bitte. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Ach, die Enz ist weg. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Ich hab's verkackt. Jetzt bin ich beide Schlüssel los. Jetzt muss die Enz wieder richtig drehen. Aber der Schlüssel ist trotzdem... Ja, der Schlüssel ist jetzt bei Titus. Mist. So, jetzt ist er doch vorne. Jetzt... Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal kein... Die Zahlen wieder an der richtigen Stelle sein. Das ist die 12. Müssen wir die 12 auf die 12 bringen. Oder wie? Oder so wie es vorher war. Jetzt ist doch richtig. Ist die 12 oben. Müsste doch richtig sein, oder? Der 1 da, die 2 da. Jetzt krieg ich meinen Schlüssel. Plus Zeitverschiebung. Minus Schaltjahr. 12 oben, 6 unten. Perfekt. Die Uhr geht wieder richtig. Sehr gut. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Hoffentlich der Richtige. Diesmal. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge. Ich freue mich drauf. Nanu, wo ist er denn hin? Hehe. Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Echt jetzt? Ach, schön. So, jetzt haben wir den Schlüssel 1. König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der... der ganzen anderen Brecher. Jetzt geh schon ran. Jetzt geh rein. Ui. Die Tasche. Endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt. Tasche. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Oh wei. Das ist Cletus. Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Oh weh. Wie wär's hier? Hiermit. Boah, noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Cletus. Womit können wir jetzt hier spiegeln? Mutter. Er braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat.
Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Mutter. Sehr schön. Zahncreme. Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Dann können wir die doch austauschen, oder? Das wird keinen großen Unterschied machen, aber na gut. Ich habe sie ausgetauscht. Vermutlich. Okay, zurück. Und nun Teppichreiniger. Mottenkugeln. Spiegel. Kletus. Ich muss ihn irgendwie ausschalten, aber wie? Keine Chance. Kletus würde mich bemerken. Die Tasche an den Kopf werfen. Leeres Glas. Ich habe keine gerade Wurflinie. Ich wünschte, ich hätte mein Boomerang-Training abgeschlossen. Aber irgendwie bin ich immer mittendrin eingeschlafen und mit einer Beule am Hinterkopf wieder aufgewacht. Drittelschrauber. Ja, okay. Teppichreiniger, Mottenkugeln. Das letzte, was ich hier brauche, sind noch weniger Motten. Das Einzige, womit wir wirklich interagieren können, ist... Keine Chance. Haus. Kletus würde mich bemerken. Mit dem Spiegel können wir interagieren. Drittelschrauber. Damit wäre nichts gewonnen. Und davon habe ich bereits ein Leben... Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre Unglück. Und davon habe ich bereits einen Lebensvorrat. Stimmt. Teppichreiniger. Laut wahren Hinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens riecht es gut. Irgendwie nach Blumen, Blumen, Schummen. Oh nein. Hey, er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Zurück. Okay. Wollen wir noch die Mottenkugeln dazu tun? Mottenkugeln. Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Zahncreme. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind versteht's ja auch. Dentosaurus. Okay, das wir schon. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Ganz genau. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Oha, die sehen sich aber wirklich sehr ähnlich. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Ja, zum Glück. Okay. Nennen wir das... Also nicht. Leeres Glas. Okay, nennen wir... Das Letzte, was ich hier brauche... Keine Zeit. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Zahncreme austauschen. Warum nicht? Ich habe sie ausgetauscht. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Sonst würde ich noch durcheinander kommen. Dann ist ja gut. Ich habe keine gerade. Ich wünschte aber irgendwie mit einer... Und nur... Was machen wir jetzt? Gut, dass ich so ein gutes... Kombinierer. Ist ja verrückt. Kein einziges meiner Besitztümer verfügt über eine Mutter. Ich bin ein wandelndes Waisenhaus. Ist ja verrückt. Ich bin ein... Tja. In meinem Mantel war aber mehr Platz. Und der hat auch nicht im Schritt gekniffen. Spiegel.
Haben wir noch irgendwas, was wir hier benutzen können? Keine Chance. Pelites würde mich bemerken. Keine Chance. Pelites würde mich bemerken. Wir können hier wirklich nur mit dem Spiegel agieren. Hey. Jetzt müssen wir uns merken, welcher Zahnpasta. Warum nicht? Ich habe sie ausgetauscht. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis. Das müsste doch jetzt eigentlich die richtige Zahnpasta sein, also die falsche Zahnpasta. Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profi. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Ich habe gerade keine Idee, was ich hier noch machen soll. Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Aber ich habe keine Idee, was mit Plan B ist. Okay. Nennen. Was sollen wir tun? Wir sind hier im Schrank eingesperrt. Ein Rohr. Hier ist ein Loch im Rohr. Dahinter zischt ein heftiger Luftzug nach oben. Ich schätze mal, es gehört zur Klimaanlage. Mottenkugeln. Oh wei. Ja, voll Alten. Noch mit noch keine Champagnerkugel. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Sehr schön. Mehr Kampanka. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, Dödel, haben wir die Zahnpasta vertauscht. Beim Vertauschen. Ich hab mich quasi vertauscht, die tauscht. Und jetzt? So ein Mist. Spiegel.